Hallo, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 17. Mai 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Nun sind die Pfingsttage auch schon wieder vorbei und für viele beginnt heute die Werkswoche mit dem Dienstag. Und astrologisch gesehen hat sich eigentlich über die Pfingsttage nicht allzu viel verändert. Merkur und Mars sind weiterhin rückläufig. Das heißt, wir haben auch in dieser Woche nicht unbedingt damit zu rechnen, dass sich bestimmte Missverständnisse und Probleme in der Kommunikation auflösen werden. Wir müssen damit rechnen, dass es hier immer wieder Rückschläge gibt, dass wir immer wieder Dinge vielleicht neu erklären müssen, dass wir konfrontiert werden mit alten Geschichten, mit alten Mustern, auch in uns, dass es nicht wirklich vorangeht, sondern dass wir manchmal das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten oder sie uns sogar rückwärts zu bewegen. Es sind jetzt die letzten Tage mit der Sonne im Stier, die ja von allen 12 Sternzeichen die tiefste Verwurzelung mit dem Realen, mit der Wirklichkeit, mit der Erde hat. Auch wenn sie dieses Potenzial durch die Rückläufigkeit der Planeten dieses Jahr nicht ganz so ausleben konnte, beginnt mit dem Zwilling eine viel quirligere und bewegtere Zeit als zuvor. Die Sonne wird am kommenden Freitag, also am 20. von dem Stier in den Zwilling wechseln. Dazu wird es diese Woche noch einiges von mir zu hören geben. Und am folgenden Tag, am 21., ist dann direkt gleich Vollmond Anfang Zwilling, Anfang Schütze, also der Wechsel von Stier in Zwilling beginnt mit so einer Art kleinem Paukenschlag. Der Mond ist heute im Zeichen Waage, wo er auch morgen am Mittwoch sein wird. Er wechselt am Donnerstagmorgen, wechselt er in den Skorpion. Damit beginnt ab Donnerstag eigentlich schon die heiße Phase vor dem Vollmond, wobei allerdings Mond und Sonne ja dann noch die Zeichen wechseln müssen. Mond in der Waage ist der Wunsch und das tiefe, manchmal auch unbewusste Bedürfnis nach Frieden und Harmonie. Die Tendenz geht eher dahin, dass man bestimmten Konflikten lieber aus dem Weg geht, um den Frieden nicht zu gefährden. Es geht aber auch um einen Ausgleich. Das heißt, wir können diesen Wunsch nach Harmonie auch nutzen, um vielleicht den einen oder anderen Konflikt zu entschärfen. Wir könnten auch jetzt auf Menschen zugehen, um Dinge zu klären. Mond in der Waage bedeutet auch den Wunsch nach Ausgleich. Und zwar gilt das sowohl außen wie innen. Das heißt, wenn es in unserem Leben starke Unausgewogenheit gibt, eine starke fehlende Balance in bestimmten Bereichen, wären das jetzt auch gute Tage, hier ranzugehen und zu sagen, ich stärke mal den Bereich, der immer etwas unterrepräsentiert ist, um innerlich und äußerlich für einen Ausgleich zu sorgen. Waage ist auch das Zeichen von Schönheit und Ästhetik. Das heißt, mit Mond in der Waage wünschen wir uns auch Schönheit, was auch durchaus hier zu Stierplaneten passt. Das heißt, wir könnten vielleicht heute oder morgen den einen oder anderen Impuls zur Verschönerung unseres Alltags oder unserer selbst, unseres Lebens beitragen oder sogar aktiv einen Beitrag dazu leisten. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag und sage Tschüss, bis morgen.